Wir sind wieder da mit einem neuen Video. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. In diesem Video möchten wir euch ein bisschen erzählen, was so in der letzten Woche passiert ist. Letzte Woche Sonntag gab es ja kein Video von uns. Das lag daran, dass wir eigentlich geplant hatten, umzuziehen, warum das Ganze noch nicht funktioniert hat und woran es jetzt noch hapert und was wir vor allem in der Übergangszeit machen hier, bevor es dann wirklich auf den neuen Übergangsstellplatz geht. Darüber möchten wir heute sprechen. Wir sind übrigens Anja und Ilan. Es freut uns sehr, dass ihr jetzt wieder eingeschaltet habt. Wir hatten ja letzte Woche kein Video, weil wir ja umziehen wollten. Jetzt kamen einige Dinge leider in die Quere, weshalb wir immer noch hier stehen, wo wir stehen. Zum einen haben wir uns erkältet. Bei dir hat es angefangen, ja, und dann ist es zu mir rübergekommen. Ich hatte keine Kraft mehr und der Akt des Umzugs ist nicht einfach nur so eine Hauruck-Aktion, sondern es ist tatsächlich so, dass wir nochmal einen Tag vorher brauchen, alles rauszuräumen, was wir eben an Übergewicht noch im Haus haben. Die Ladung zu sichern. Also es ist schon eine Zwei-Tages-Aktion und ich hatte einfach die Kraft nicht. Ja, mehrere Tage, das war das eine. Das andere ist das Wetter und die Beschaffenheit des Bodens an unserem neuen Standort. Da haben wir echt ein paar Probleme. Wir müssen ja auch so ein bisschen drauf hören, was andere Experten, die ihre Trecker beispielsweise gut kennen, auch sagen. Vor allem, wenn wir wollen, dass sie uns helfen. Genau, und vor allen Dingen ist es ja auch immer so eine Haftungsfrage in der Situation, weil wir das selber dann auch nicht ziehen, das Haus. Hinzu kommt, dass unser Grundstück halt auch ein, ich finde auch eher ein kleineres, aber auch ein Gefälle hat. Und dadurch, dass wir bisher auch noch keine Fahrplatten organisieren konnten oder uns ausleihen konnten, war das Risiko einfach zu groß, dass die kleinen Räder von unserem Anhänger abschmieren oder in der Erde dann stecken bleiben. Und dann wäre das Problem groß gewesen, weil wir ja auch in dem Haus wohnen und das Ding kann dann nicht einfach stocken. Also das Haus muss dann transportiert und auch aufgebockt werden, dass wir dann auch alle Anschlüsse setzen können und dann auch wieder dort schlafen können und leben können. Aber vielen Dank, dass ihr an uns gedacht habt, dass ihr die Daumen gedrückt habt für uns. Wir haben uns sehr gefreut. Uns sehr gefreut. Wir haben die Menschen bei uns, um uns, die uns unterstützen wollen und werden. Wir müssen da einfach jetzt nur auf den richtigen Moment warten und werden die Zeit bis dahin nutzen. Weshalb wir zum Beispiel... Wir haben ja genug zu tun. Wir haben einen Kleiderschrank gebaut zum Beispiel. Ja. Also den wir eigentlich schon begonnen hatten vor 2 Wochen. Den haben wir jetzt mit der Tür auch mal fertiggestellt. Den zeigst du gleich kurz. Ja, den zeige ich jetzt gleich mal. Ihr könnt euch ja vermutlich erinnern, als wir begonnen haben mit dem Bau dieses Schrankes hier. Er ist mittlerweile 90% fertig, zumindest von außen. Also das muss natürlich hier nochmal schön gemacht werden und gestrichen werden als Wand. Aber ansonsten haben wir mittlerweile die Tür auch installiert. Hier oben, ja, müssen wir noch überlegen, inwiefern das hier noch überlappen soll oder wie weit. Aber wahrscheinlich so, dass es auch bündig abschließt. Ja, und wenn man ihn öffnet, sieht man auch schon, dass wir jetzt hier eine Lösung haben für die Jacken. Und darum ging es auch, Jacken und Mäntel, dass wir hier auch Platz haben, mal was ranzuhängen. Das sind jetzt hier 10 verschiedene Löcher, wo man auch einfach mal einen Bügel reinhängen kann. Das kann man natürlich auch rausziehen, wenn man ran muss. So, das war jetzt einfach die platzsparende Lösung, die uns einfiel. Wir haben ja hier einen Balken, der hier verläuft. Daher hat sich das ganz gut angeboten. Oh, das ist sehr schwer. Dann haben wir hier unten ja auch Platz für die Schuhe, ist uns aufgefallen. Das finden wir auch ganz toll. Jetzt ist nur noch die Überlegung, wie wir uns den Raum noch ein bisschen besser einteilen können. Beispielsweise hier oben könnte noch ein Regal eingesetzt werden oder hier unten. Weil wir ja noch sehr viel Technik haben, also die Kameratechnik und das ganze Equipment, auch die Musiktechnik. Natürlich müssen wir noch ein bisschen mehr aussortieren, würde ich sagen. Also es ist noch sehr viel oder noch genügend Zeug, aber es darf jetzt nicht mehr am Haus liegen. Also ich finde jetzt in dieser Kombination hier mit Schrank und Kommode muss es einfach reichen. Was wir besonders schön finden an dieser Lösung hier, an dieser Stauraumlösung, ist zum einen wirkt es einfach nicht so, als ob wir zu viel Platz verloren haben im Raum. Wir hatten ja damals sowieso hier unten noch diesen Verteilerkasten, der auch nochmal ein Stück weit Platz weggenommen hat. Aber grundsätzlich diesen Platz haben wir vorher auch nie benutzt. Also was willst du da machen? Nicht in die Ecke stellen. Am Ende ist das einfach eine super Kombinationslösung, finden wir. Und was wir auch schön finden, ist, wie die Schiebetür hier hinter verschwinden kann. Ne?
Also, dass sie noch Platz hat und dass sie eben nicht gestört wird. Wir haben ja hier noch so eine Serviceöffnung oder Wartungsöffnung und an die wollen wir auch rankommen. Das heißt, der Schrank konnte hier einfach nicht abschließen. Deshalb haben wir auch nochmal ein alleinstehendes Gerüst gebaut quasi. Eines, welches uns auch ermöglicht, hier noch verschiedene Regale eventuell anzubringen oder einzusetzen. Und hier dann eben noch eine Trennwand, dass die Jacken auch nicht stören, sondern dass hier wirklich Schluss ist und die Tür hier ohne Probleme verschwinden kann. Das Interessante ist irgendwie immer bei uns, dadurch, dass die Möbel ja sukzessive entstehen und wir nicht alles von vornherein im Grundriss geplant hatten, dass jetzt, als plötzlich die Tür dran war, weil das Gerüst bestand schon, glaube ich, eine Woche ungefähr, kommen wieder ganz neue Inspirationen und Ideen, weil man sieht, hier zum Beispiel sind ein paar unserer vielen Bücher und wir wollen die natürlich auch schnell zugänglich machen und im besten Fall irgendwie hier in diesem Bereich integrieren. Und dann kam uns auch direkt die Idee, hey, es gibt doch diese unsichtbaren Bücherregalwinkel, sodass man dann zum Beispiel die Bücher wunderbar hier reinlegen könnte und dann jeweils immer 4, 5 aufeinander stapelt. Das sieht bestimmt richtig cool aus. Und dann hat man hier so versteckte Bücherregale mit unseren wichtigsten Büchern, die wir regelmäßig brauchen. Hier kann man dann wunderschön so eine Hängepflanze runterhängen lassen. Also es kommt wieder die Lust und die Inspiration. Also in diesem Raum wird sicher noch super viel passieren, da ja auch noch hier künftig auch ein Klappschreibtisch entstehen wird. Also ich glaube, dieser Raum steckt noch voller Überraschungen. Noch eine letzte Kleinigkeit, die wir diese Woche auch gemacht haben, ist im Badezimmer. Ihr erinnert euch vielleicht, in unserem Badezimmer haben wir bei diesem kleinen Schrank als auch bei dem großen Waschmaschinenschrank mit Türrahmen gearbeitet und diese in der Mitte mit unserem Jutestoff dann eingespannt bzw. eingetackert. Und uns ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob man es jetzt noch so gut sieht, dass die ganz schön ausgefranst sind und sich manche Bereiche schon so sehr unseren Tackerstellen genähert haben, dass wir dachten, oh nein, nicht, dass alles aufreißt und wir das neu machen müssen. Wir haben schon seit Wochen davon gesprochen, aber das sind so diese Kleinigkeiten, die kleinen To-Dos, die man irgendwann mal machen will, aber die irgendwie ja nicht gemacht werden, weil alles andere wichtiger ist. Und durch die Erkältung passte das von dem Energielevel einfach total gut, hier meditativ sich mal ein Holzleim zu nehmen. Und ich habe dann einfach mit dem Fingerchen den Holzleim hier einmassiert und habe das Ganze dann trocknen lassen. Das war interessant, weil erst war es ein komplett weißer Rahmen und ich dachte noch kurz, ups, ob der jetzt auch wirklich transparent wird, wenn es fertig ist. Aber man sieht tatsächlich nichts mehr und die Stellen, an denen der Holzleim war, die sind komplett starr geworden. Das heißt, man kann jetzt echt die Seiten nochmal schön sauber abknipsen und wir wissen einfach, dass sich hier nichts mehr löst. Das war's für heute. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wenn ja, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und aktiviert vor allem auch das Glöckchen, damit ihr auch die kommenden Videos nicht verpasst. Oder eben auch unsere Kanalkommentare, wenn so wie letzte Woche Sonntag ein Video ausfällt oder es irgendwelche Neuigkeiten gibt, dann findet ihr die natürlich in unserem Kanalchat. Bezüglich des Umzugs werden wir euch natürlich wissen lassen, wie es auch dort weitergeht. Drückt uns die Daumen, dass das Wetter auch in den nächsten Tagen oder in den nächsten 1 bis 2 Wochen mitspielt und wir endlich umziehen können. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.